Shalom, meine lieben Freunde, wir sehen überall immer dasselbe jetzt zur Weihnachtszeit und all diese Dinge um Weihnachten haben nichts damit zu tun, ein guter Mensch zu sein. Wir sehen hier Rita Ora, ein sehr, sehr suspektes Symbol oben links auf ihrem Kleid, nicht wahr? Und auch sie als falsche Maria, als bibelfremde Gottesmutter, als Venus, Aphrodite und so weiter, nicht wahr? Als Himmelskönigin, frage ich, als Ure Babylons wie einst John Madonna und Kylie Minogue und sehen wir das hier zum ersten Mal. Christina Maria Aguilera auf der Bühne hier so pure Blasphemie, purer Hohn oder nicht. Drei Saturn-Kultstreifen, Jakobsleiter, blau, rot, schwarz, weiß, die Dualität immer wieder da, immer noch, ich berichtete, recherchiert, Madonna, Marientränen, ihre Cousine, via satanischer Gematria, ihre MK Ultra Gaga hier, Marientränen. Bei Pink auch, immer wieder, nicht wahr, hier so etwas, Sonnensymbol, Flamingo und was man nicht alles sieht, wie im Himmel, so auf Erden. Satanisches Schwarz-Rot, es gibt ja nur zwei, drei Farben, schmaler Weg, steht es für sie für Sodomie, laut Crowley steht das Einauge für Sodomie, Barack Obama ist was, mit acht ehemaligen Präsidenten verwandt, Lobbys und Logen, Satanist und Tempelritter, Sammy Davis Jr., hier so Kabbala, mit allen Körperteilen unterdrücken, frage ich, Pyramidengeste, mit der Hand, magisches Grün oder was, also mit den Armen, hier rauf und runter, was ist das für Symbolik, worauf sitzt sie da, Sonnensymbolik, die Schuhe, Fesselsymbolik, schwarz und rot, eine Spende, so und so. Die Bibel warnt vor Altweibersprüchen. Tja, hier, what a night in the name of Jesus, Lucifer der Teufel, ein Auge im Bett, so, Sodomie, Pyramidengeste. Ich frage, liebe Leute, weiße dreifaltige Mondgöttin oder was, sind es die Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems? Sie so im Bett, hier, mein Baby hat mich verlassen, so und so, wake and get up, Dämon immer cool, Symbol der weißen dreifaltigen Mondgöttin, Mond überall hier, nicht wahr? Und tja, geht es hier um gewisse Dinge. Ich frage nur, sie halbnackt neben einem Hund? Wer post so? Was ist da los? Frage ich, wieso halbnackt so neben dem Hund? Dezember, die Werte, this is stupid und so weiter. Okay, ist schon 666, wacht und deckt auf. Saturnkulthut, Freimaurerhut, blau und rot, aber der Wert hier bei ihm ergibt dann, hier, diese Leute sind zurückgeblieben via Gematria. Tja, keine weise Wahl oder nicht? Wer hat diese Wahl für ihn getroffen? Frage ich, naja, Saturn, Kubus, Sonnenkult, blau und rot, überall, alle sehen immer nur weg, nicht wahr? Wacht und deckt auf, unfassbar, the Queen, die Himmelskönigin, dann der Wert oder was? Daily Fail, Daily Mail, das rote Auto, teile und herrsche, nicht wahr, meine lieben Freunde? Und hier, Jennifer Lopez sagte, nehme auch das Gesicht auf, damit die Leute auch sehen, dass ich das bin. Was soll man davon halten? Schwarz und weiß, ja, 50-jährige Frau strippt an der Stange. Das sind eure Vorbilder. Das ist besser als die Moral der Bibel, frage ich da nur. Tja, wo führt das hin? She said that it could be because of her dancing background. The gait, the shoulders, the chin, how the person is. Where confidence lives, her sexuality, it's all physical. Ja, ja, das sei Kunst, nicht wahr? Die Kunst der Welt. Der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Und ach hier, der Name der Regisseurin, die sie aufforderte, sie so und so zu filmen. Hier, Sonnengott. Und wir hatten neulich zweimal Vatikanzahn über all die Sonntage mit Sonnenbildern und dann wieder so etwas. Ist das hier die Lady in Red, die Hure Babylon? So etwas hier vor kleinen Kindern. Unerfassbar. Oh! Oh Mann, ist das total asozial. Und dann hier C, der dritte Buchstabe im Alphabet. 3-3, Catholic Church, 33 angeblich der höchste Grad der Freimaurer, nicht wahr? Die Jesuiten sind oben. Noch Fragen, wo waren diese Werte das ganze Jahr über? December 13th, unfassbar, meine lieben Freunde. Es ist deine Agenda oder nicht? Der Sturm, von dem immer alle reden, die Werte immer wieder bei Madonna. Auch Oliver Janich redet über einen Sturm, nicht wahr? Olivier, der Name meines gefallenen Engels.
1966, nicht wahr? Ich frage nur, was ist da los? Donald Trump, wie so oft die Wüste in der Christus verführt werden sollte, wie schon einst bei Calvin Oak im Video zu Slow der Arm so angewinkelt, Pyramide, nicht wahr? Schwarz und weiß, schwarz und rot, was für ein Zufall, Himmel und Erde, wie im Himmel, so auf Erden, Ersatz für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist real, von vorne, von hintern, wie im Himmel, so auf Erden, as above, so below. Das sind eure Vorbilder, Herz der Dunkelheit, wie im Himmel, so auf Erden, Hintertür, schmaler Weg, nicht wahr? 10. Dezember war das auch das Aufnahmedatum. Schachbrett, Disney Programming, wie im Himmel, so auf Erden, dämonischer Astrologie-Kult, nicht wahr? Hier so öffentlich, ein Auge, es ist unfassbar. Tja, Roxette, Marie Fredriksson ist gestorben. Wir müssen für alle beten, meine lieben Leute, doch es ist das 5. Reich nach Daniel, das 4. Reich, 84 ist vorbei, nicht wahr? Blau, rot, schwarz, weiß, wie im Himmel, so auf Erden, 666, manche fragen, typisch blonde MK-Ultra-Opfer, oder nicht? Was ist da los? Die Logen sind da, die Lobbys, Bilderberger Zeitung, nicht wahr? Unerfassbar, 100% FAKT. Marie ist tot, wir müssen beten, 50 das neue 30 in kleinen Wohnungen sitzen, den ganzen Tag Netflix sehen, das sind eure Vorbilder, nicht wahr, oben die Kuppel und Sterne, das Ding ist flach, nicht wahr, hab genug, enough of that, gehar, bitch, naja, liebe Leute, schwarz, weiß, blau, rot, Phallus-Symbol, nicht wahr, liebe Leute im Hintergrund, magisches Grün, Britney Spears hat ihre rechtlichen Probleme, sie fiel schon vom letzten Weihnachtsfest bis tief in dieses Jahr hinein aus, nicht wahr? Was wird da mit ihr gemacht? Schwarz-Rot, die Lady in Red Diamond Programming, ist das ein Hundehalsband? Tja, genau, im falschen Körper geboren, also nicht christlich, nicht wahr? Wo ist Gott? Wo ist die Bibel? Ich zeige nicht mehr als die Bibel. Kann man die Bibel nicht bannen? Kann man mich nicht bannen? Und hier wieder, blau und rot. Und wieso sind die Medien nicht nur immer neutral, sondern wieso wird immer einfach aber die Bibel nie ins Spiel gebracht, frage ich da nur, liebe Leute, wenn es um diese Philosophien geht. Das Universum. Bei Pink ging bisher alles, was ich von ihr hörte, meiner Meinung nach gegen die Bibel. Lest eure Bibeln. Blödsinn aus der Bibel, Dieter nur, wieso selbst Christen kein Gott mehr brauchen, der Spiegel, ein Kleinkind erkennt alles, geht immer nur gegen die Bibel. Wacht und deckt auf, liebe Leute, es ist die okkulteste Zeit des Jahres, nicht wahr? Der Kalender ist die kräftige Kette unseres Käfigs. So sieht es aus, sehende Seen. Pink, benannt nach ihrem primären Geschlechtsmerkmal, lag betrunken neben ihren Kindern oder nicht. Der Sohn untenrum nackt auf Instagram, ließ ihre Tochter im Pentagramm samt 666-Symbol auf die Straße malen. Was ist das? Numerologie. Und sie war jetzt so lange nicht mehr online zu sehen, nachdem sie sich die Haare ganz kurz schnitt. Liebe Leute, was ist da los? Was machen sie da mit den Leuten? Ist das wie bei Britney B.S. Spears, wenn es um gewisse Gerüchte geht, ja? Pink hat the chic look in her signature color as she accepts Tour of the Year Award at Billboard Live Music Summit in Beverly Hills. Sie bekommt auch noch die Preise, schwarz und rot, das Herz ist ein Sodomie-Symbol, Madonnas junge Tochter hier in einer gewissen Szene, Pyramiden, Jakobsleiter, nicht wahr? Unfassbar. Es ist tatsächlich Rom 2.0, nicht wahr? Lest Herrscher des Bösen von F. Tappasaucy, vor allem lest eure Bibeln. Blau und rot, schwarz und weiß, Kuppel überall, die Brücke, was ist da los? Meidet große Plätze und Events. Meine lieben Leute, Christus kam, stand auf, starb zuvor und soll in uns sein, so haben wir das ewige Leben. Noch Fragen, schreib mir eine Mail, abonniere, du hast es nötig, bitte abonniert, vielen, vielen Dank für alles, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Im Stillsein und Vertrauen liegt eure ganze Kraft, so sieht es aus, so ist es ein 100% FAKT, hier Scheidung in der WWE, schon bei WWE Raw ist im Intro zu hören, hier habe, glaube an dich selbst oder so, Christus Pose, Rusev sei ein Christ hier, der Wrestler,
Und es geht um Scheidung. Real verheiratete Leute, hier der Wrestler Rusev und seine Frau CJ Perry, in der WWE bekannt als Lana, hier zur Unterhaltung der Leute jetzt die Scheidung. Absolut pervers, absolut satanisch oder nicht, die Filme Blau, Rot, Schwarz, Weiß, Crawl, das rote Auto, check mein Video mit der weltweit exklusiven Symbolik. Ich durfte über 20 Dinge ankündigen, dank Gott, 20 weltweit exklusive Symbolik-Themen, weltweit exklusiv, Dämon im Google Translator. Ich durfte einen Dämon austreiben, liebe Leute, wie ich meine. Bitte abonniert, ich hoffe, ihr habt einen rundum vom himmlischen Vater gesegneten neuen Tag. Und wir sehen es, die Apokalypse, die Endzeit-Sekten, nicht wahr? Jesuit, der Wert hier, die Hauptdarstellerin, Blau-Rot, Jachin und Boas. Christus pose das Schiff im Weltall neben dem Sirius und was ist da los? Gevater Tod, Gevater Zeit, Saturn, Satan, Frauen in Männerkleidung, Spirit Cooking oder was? Ein Auge, Blau-Rot und so weiter. Wurde das hier zu Yom Kippur gepostet? Nur an Rosh Hashanah sagen wir die Werte Rosh Hashanah, nicht wahr? Vor Notre Dame die Werte bei Madonna, Kirche, Paris und Ostern. Ich könnte dutzendfach so weitermachen, liebe Leute. Und dann hier. Diese Werte, Yeshua, Jesus, was sind das für Werte, liebe Leute, Jesus Christ und so weiter. Hier das Ding wie in Seattle, nicht wahr, liebe Leute, im Hintergrund. Und Sail, auch hier, Segeln, nicht wahr, wie auch immer. Gelb folgt der Bienenkönigin, Symbolik freimaurerisch, nicht wahr, auch hier die Sonne, kreiere deinen eigenen Sonnenschein, das selbst die eine Weltreligion, nicht wahr, wie im Himmel, so auf Erden, Pyramide auch noch, der Wert, Trump und so weiter. Meine lieben Freunde, was war sehr gut? Wir sehen diese Werte sogar hier, meidet große Plätze und Events, meine lieben Freunde, es geht alles nicht deutlicher, nicht wahr? Sonnenschein der Wert. Es ist alles vorbei. Meine lieben Freunde, es ist eine Agenda oder nicht. Tja, Berge und Wälder, so wichtig im Okkultismus, Blocksberg und so weiter, Männer in Frauenkleidung oder nicht. Und sie sagt hier laut Bibel, sie wünscht sich die Hölle oder nicht. Ich wünsche mir eine Welt, in der wir alle einfach lieben und was Liebe ist, wissen die Leute ja nicht oder nicht. Gott ist Liebe, wer Liebe nicht kennt, kennt Gott nicht. Wir sehen in der Bibel, was Gott möchte, rundum. Was hat das hier, teuer feiern und so, mit der Bibel zu tun? Lieben können, wie wir möchten, ja, der satanische Spruch, tu was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Wen auch immer unser Herz will. Das Herz führt zu argen Gedanken, liebe Leute. Tja, Adam machte, Gott machte Adam nach seinem Ebenbild auf gewisse Weise, nicht wahr, einem fehlen die Worte. Ich darf, Gott sei Dank, Gottesfurcht haben. Wir müssen aufpassen. Und liebe Leute, wo sind Erziehung, Moral und Gewissen? Frage ich mich oft, wenn es um die Gesellschaft als Ganzes geht. Das schwarze Herz, das Herz ist ein Sodomie-Symbol. Die Bibel zeigt, das Herz führt zu argen Gedanken. Gott ist Liebe. Gott zeigt uns, was zu tun ist, auch wenn Christen letztlich keine Regeln haben. Und der Satanismus sagt, tu was du willst, soll das ganze Gesetz sein, wie es auch Jay-Z zum Beispiel bewirbt, nicht wahr? Beyoncé sagt ja, dass sie Bibelseiten als Tampon benutzt. All meine christlichen Freunde wurden ermordet, die Christenverfolgung ist da. Tja, ich wünsche mir eine Welt, in der wir einfach alle lieben können, wen auch immer unser Herz will. Doch wo ist das Herz? Wo ist das Gewissen, was ist Unzucht und was nicht, liebe Leute? Tja, Satan erscheint als Engel des Lichts, auch er hat Wunder und Zeichen, Obama, der Wert und so weiter, Spirit, ich fragte Inlove, wo sie ist, sie sagt, ihr geht es den Umständen entsprechend, liebe Leute, und ja, ihr könnt es euch selbst durchlesen, wenn ihr möchtet, ihr könnt es euch einfrieren. Ja, ich habe so ein starkes Bedürfnis, etwas für Gott und den Herrn tun zu wollen, aber unser Vater im Himmel scheint gerade eher mein Herz heilen zu wollen. Naja, liebe Leute, nicht für jeden ist der Weg, den ich gehe. Wir sind alle im Leib Christi und hier diese Challenges, nicht wahr? 10 Jahre, das ist doch nur dafür da,
damit, das ist purer Hohn, nicht wahr? Man ist immer noch in der Welt und nicht bei Gott nach 10 Jahren. Die Kuppel und so weiter, sehr traurig. Das ist meine Kirche, ich decke auf, wie wir sollen. Hier mit einem Körperteil unterdrücken, nicht wahr? Pyramide mit den Beinen hinten auf dem Sitz. Satan ist einmal mehr. Tja, und was sehen wir in der WWE Hall of Fame beim Wrestling in diesem Jahr? WrestleMania 36 kommt nächstes Jahr. 3 und 6, die Symbolik, WrestleMania 666, nicht wahr? In der Hall of Fame aufgenommen, Dave Bautista. Und Bautista, ja, er sagt es, er hatte eine schöne Karriere. Die Karriere ging 17 Jahre lang, 1 plus 7 sind 8. Unerfassbar, eine Gruppierung mit dem Namen The New World Order. NWO wird aufgenommen. 4 Leute aus dieser Gruppierung, Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall und X-Pac. Und das sind 4. Und für diese 4 Wrestler ist es es ist jeweils das zweite Mal, dass sie in die Hall of Fame kommen. Also 4 und die 2, 8, 17, 1 plus 7, 8, 8 zu WrestleMania 6, 6, Mokro Mafia, die Pyramide, und seht euch das an. Das Einauge ist ein Sodomie-Symbol, Jennifer Aniston hier so, jemand hier, ein Mann hat so etwas im Gesicht, geht es hier um Sodomie, überall, blau-rot, schwarz-weiß, wie im Himmel, so auf Erden, eine Tonne Koks, das ist Unterhaltung, nicht wahr? Was wollen manche ihren Kindern, ihren Eltern und vor allem Gott sagen, was sie getan haben, wenn sie zur Wahrheit kamen. Wir müssen alle zu Christus. Ich kommentiere nur Öffentliches. Hier Billie Eilish, der Wert, so und so, unser Retter, magisches Grün oder was, meine lieben Freunde. Woodwork, WWW auf die linke Seite gedreht, W, ja, Willenskraft, eine Weltreligion, Wasser des Lebens, Underwater und so, jetzt die Filme, nicht wahr? Blau-Rot, Schachbrett, überall, schmaler Weg. Blau-Rot, die Götter, Wikinger, ja, ja, dann auch hier der Pulli, ein Auge, Teufelshörner, von Gott geklaute Hörner, nicht wahr? 666 hier, der Strudel, da sind eure Vorbilder. Und natürlich, es ist Gott, Mokro Mafia, MM hier, der Wert, wieder dieser Wert bei dieser Serie, meine lieben Freunde, wieder der Dezember und so weiter. Manknuter, Teufelshörner, Handgeste, ein Pokal, ja, oben offen, gewisse Symbolik, hier der Arm, gewisse Symbolik, nicht wahr? Schwarz-Weiß, Blau und Rot. Liebe Leute, da bekommt man den Brechreiz, nicht wahr? Schachbrett, Saturn, Kubus, Pyramiden auf dem Boden und so weiter. Das Licht Jesus. Ja, liebe Leute, wenn man so etwas sagt. Oder auch hier, ich hasse schlechtes Benehmen, wenn man sagt, danke, dass ich hier sein durfte. Die Pyramiden, schwarz und rot, immer dasselbe. Hier sogar das Einauge. Madonna sagte, sie hat sich so auf die Nase auf der Bühne geputzt, weil es so kalt ist, dass die Leute denken, sie sei eine Coke-Queen, ja, eine Kokainabhängige. Und hier haben wir 888. Hier, Masonic, Cypher, recherchiert, Feminist Center Baby. Ach hier, der 31. Dezember, liebe Leute. Und ich sprach jetzt hier nach Colonel Sullivan auch noch mit diesem Salus Nesita, ja, der auch ein Christ ist. Und ich sagte, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Du hast wohl die 666 Handgeste hier und da gemacht. Wir können nicht mit den Leuten spielen. Aber denke daran, bleibe bei Gott, handle für Gott. Du hast dein Videos auf YouTube gelöscht. Vielleicht hat es einen Grund, dass ich neulich diese ganzen Reisevideos ansehe. Die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott. Mögen diese jungen Leute gesegnet sein. Und ich sage es bei Truth Never Sleeps, Lucid Dreams. Madonna hat ja schon diesen Song, Bedtime Stories, Story über Lucid Dreams. Und der Rapper Juice WRLD starb mit 20 oder 21 Jahren. Ich sprach neulich über Melanie Thornton und D'Elia. Und es gibt es Aufnahmen von ihm aus einem Flugzeug, ja. Und er war auf der Reise noch sehr, sehr gut gelaunt. Und danach starb er dann aber, nicht wahr? Sehr merkwürdig. Und es gibt so eine Challenge im Internet, Lucid Dreams, wo Leute so rumhampeln und auf dem Boden spucken oder so, als würden sie erwürgt werden. Und so starb dann auch der Rapper, nicht wahr? Mit seinem bekanntesten Song Lucid Dream. Unfassbar. Ihr Rosenkreuz oder was? Beim Sessel blüht eine Persönlichkeit auf wie eine Blume. 666 und so weiter. Immer dasselbe. Auch hier rauchen, cool und so, nicht wahr? Er fiel mit allem auf, was das satanische Herz begehrt oder nicht. Meine lieben Freunde, the God Twin, Jesus is coming. Jesus kommt bald. Ja, ich bin so und so hier offen.
das Logo der weißen dreifaltigen Mondgöttin mit Pyramide, nicht wahr? Die roten Autos, das Herz, ein Sodomie-Symbol, schwarz, weiß, blau, rot. Hier mit ihrer Schwester, für mich wirkt das leicht inzestuös. Die zwei Herzen, noch irgendwelche Fragen, es ist alles vorbei, grenzenlos und so weiter. That night und dann hier, sie kündigte dann die Golden, ja, Sonnenkult oder was, so hieß ihr Album, Golden Live CD und DVD an und das ist Money, Money, Money. Auch MM darin und hier, Pink zeigte sich jetzt so lange nicht und das sieht gar nicht mehr nach Glatze aus oder sehr kurz aus oben, nicht wahr, liebe Leute? Also da frage ich, was ist da los? Geschah es neben ihrem Gegen, ihren Willen, einem fehlen die Worte, liebe Freunde? Plötzlich waren die Haare ab, sie war plötzlich mal ein paar Tage weg und jetzt sehen wir, sie hat wieder ein bisschen was auf dem Kopf, liebe Leute. Vier Leute kommen von ihr unten oder nicht? Unten vier, oben vier, vier Herzen. Was ist da los? It Was So Good war hervorgehoben. Project Pegasus, was auch immer das ist. Amazing, wieder der Sturm, der kommt. Ruhe vor dem Sturm oder was? Und abschließend hat mir nochmal In Love geantwortet. Ja, die Christenverfolgung ist da. Friert euch das ein, wenn ihr das hier sehen wollt. Ich bete für die Christen, die Gemeinden, für dieses Werk, für Schutz für meine Gemeinde und dieses Werk. Balken aus dem eigenen Auge ziehen, besonders für die Kinder, für die Tiere, für alle von euch, ob tot und lebendig, für alle Menschen und Tiere, die noch kommen mögen, wenn der Herr es möchte. Ich möchte nichts Falsches sagen, bitte vergeben mir, wenn ich etwas Falsches sage, himmlischer Vater. Ich bete für die Vermissten, für die Obdachlosen, für die Menschen in Armut, in Krieg und Krankheit. Für meine Verfolger, wir sollen allen vergeben, das darf ich, Regierung raus, aus den Gedanken, aber nicht aus den Gebeten, sie kommen von Gott, sind nicht gerecht, Sehende sehen, recherchiert, mögen sie heute die richtigen Entscheidungen treffen und immer, liebe Leute, ich möchte beten, wie wir es sollen, das darf ich, ich bete für Frieden in Jerusalem, Halleluja, oh Halleluja, meine lieben Freunde, was sage ich, Sabbath, thank you very much, ich bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der im Fleisch wandelte, dies kann der Antichrist, laut Paulus nicht tun, er durfte es zeigen, weltweit exklusiv, Halleluja, wir haben den Herrn, er ist immer da, der Schöpfer, der Töpfer, aber Vater, Maranatha, es ist Zeit für die Bibel, jetzt lese deine Bibel, so bete ich im heiligen und unbesiegbaren Namen, Jesus Christus, Amen, vielen, vielen Dank für alles, Shalom.